Ja, hallo, liebe Leute, zur 15. Folge Victoria 3. Wir sind wieder im schönen Baden und haben heute was Gefährliches vor. Was richtig Gefährliches. Wir haben in der letzten Folge ja gesehen, hier oben entsteht ein großer Krieg zwischen dem Norddeutschen Bund und den Österreichern. Der Norddeutsche Bund möchte Sachsen und Böhmen erobern und den österreichischen Markt öffnen. Während der Österreicher sich verteidigt und im Siegesfall Hohenzollern befreien will aus den Fängen des Norddeutschen Bundes. Das heißt, Hohenzollern wird dann unabhängig. Das ist insofern für uns interessant, weil wir uns ja in der letzten Folge überlegt hatten, wir könnten das nutzen, um Württemberg, um die Schwaben einzunehmen. Weil die haben ja einen Verteidigungspakt mit den Österreichern. Und wenn die Österreicher beschäftigt sind, im Krieg mit dem Norddeutschen Bund, haben wir hier vielleicht bessere Chancen. Das Problem ist, und deswegen habe ich mich dagegen entschieden, die Bayern hängen da auch noch mit drin und die schaffe ich alleine nicht. Das heißt, ich brauche den Franzosen. Der Franzose wird uns vermutlich helfen, weil wir sowieso ein Bündnis haben. Zwar nur ein Verteidigungsbündnis, aber das funktioniert auch, wenn wir ihm eine Verpflichtung geben, dann hilft er uns auch. Und dann könnten wir die überrennen. Das Problem ist, ich brauche den Franzosen für hier unten. Für Piemont und den Hafen. Das schaffe ich definitiv nicht alleine. Und eine Verpflichtung kann man immer nur einmal anbieten. Es sei denn, sie wird eingelöst. Dann könnte man wieder eine anbieten. Aber darauf kann man nicht hoffen. Weil ich hatte das schon in eigenen Spielständen. Da halten die Länder manchmal 100 Jahre die Verpflichtung und lösen sie nie ein. Und dann können wir nie wieder den Franzosen nutzen für hier unten und dann ist unser Hafenplan eigentlich voll im Eimer. Und das sind mir die Schwaben dann doch nicht wert. Das heißt aber nicht, dass der komplette Plan hin ist, weil wenn ich hier unten die Italiener angreifen würde, da ist der Österreicher nämlich auch ein Gegner, vermutlich, weil er sich vermutlich den Feinden anschließen wird. Der Franzose uns. Und wenn der Österreicher das nicht tut, wäre das deutlich besser. Ansonsten ist auf italienischer Seite nur Kleinzeug. Marokko, Algerien, Griechenland, Parma, die haben alle nichts. Problem ist der Russe. Der Russe ist allerdings so weit weg, hier hinten, der hat keinen Landzugang. Wenn der Österreicher nicht mitmacht, hat der Russe keinen Landzugang für diese Schlacht. Der muss mit dem Schiff ganz außen rumfahren und das dauert. Und in der Zeit könnten wir, man sieht hier, der Franzose und Baden haben eine direkte Grenze an Piemont. Wir können in der Zeit hier die 3, 4, 5 Provinzen einnehmen und dann eigentlich nur noch verteidigen und warten, bis der Kriegswille runtertickt. Das würde völlig ausreichen. Wir müssen nicht ganz Italien einnehmen. Und wenn wir das schaffen, bevor der Russe da ist, dann haben wir da, glaube ich, wenig Probleme mit Unterstützung des Franzosen. Und deswegen würde ich, glaube ich, die Chance nutzen und würde es einfach versuchen. Im Zweifel müssen wir 10 Jahre lang Kriegsreparationen bezahlen. Das ist 10% unseres Einkommens. Damit müssen wir dann leben. Aber ich denke, das ist unsere beste Chance jetzt, wenn der Österreicher raus ist. Weil wenn der Österreicher auch noch mitmacht, dann haben wir keine Chance. Nicht mal mit dem Franzosen. Unmöglich, ne? Unmöglich. Das heißt, das können wir komplett knicken. Das bedeutet, wir beobachten jetzt... Hoppsa, das wollte ich nicht. Wir beobachten jetzt ganz vorsichtig dieses Diplomatiespiel. Hier sind jetzt zwei Dinge wichtig. Erstens ist, dass der Norddeutsche Bund nicht nachgibt, weil er ist besorgt, weil er deutlich schwächer ist als der Österreicher. Und wichtig ist, dass der Franzose nicht reingeht. Weil der muss natürlich ohne Krieg sein, damit er uns helfen kann. Wenn der jetzt hier mitmischt, wäre natürlich schlecht, ne? Aber wir kommen gleich in die Eskalationsphase. Dann hätten wir den ersten Punkt schon mal ausgemerzt. Dann ist der Franzose nämlich draußen. Und dann warten wir, bis der Krieg losgeht. Der muss wirklich angefangen haben. Weil vorher kann immer noch einer aussteigen. Und dann hätte der Österreicher plötzlich wieder Zeit für viele Dinge, die uns wahrscheinlich nicht zugute kämen. So, Sansibar, das interessiert uns nicht. So, ich mache langsam. Wir sind in der Eskalationsphase. Der Franzose ist nach wie vor draußen. Auf österreichischer Seite hat sich auch nichts getan. Schade, es wäre natürlich schön gewesen, wenn der Italiener beigetreten wäre. Dann wäre er nämlich beschäftigt gewesen. Hat er aber auch nicht. Okay, das passt. Das heißt, hier baut sich der Krieg auf. Der Franzose ist aktuell noch in diesem Diplomatiespiel drin, aber da kann er nichts mehr machen.
weil wir schon im Eskalationsbereich sind. Das bedeutet, er ist raus. Er hat auch übrigens eine Rivalität mit Italien. Das finde ich sehr gut. Dann hilft er uns nämlich garantiert. Das bedeutet, wir warten jetzt, bis der Krieg losgeht. Gucken derweil nochmal durch unsere Städte. Hier ist die Kunststoff, hier ist das Kunststoffwerk ausgebaut worden. Ja, ist schon voll besetzt. Wir produzieren fast 400 Färbemittel. Preis ist jetzt bei um die 20%. Das sieht ganz gut aus. So, und jetzt müssen wir uns aber voll hier drauf konzentrieren. Wenn es losgeht. Es sieht aus, als würde der Krieg tatsächlich stattfinden. Österreich hat alles mobilisiert, was sie haben. Das ist sehr gut. Der Norddeutsche Bund auch. Das gibt eine Riesenschlacht. Und das kommt uns vielleicht extrem zugute. Glaube ich. So, der Krieg beginnt Anfang Mai. Das ist wunderbar. Wir geben dem Ganzen jetzt noch ein bisschen Zeit, damit es mal losläuft. Wir werden dafür noch einen weiteren General rekrutieren. Nur für den Fall der Fälle. Damit wir zwei Fronten halten können. Das heißt, wir gucken mal, was es noch so gibt. Bernhard von Hertel. Er ist charismatisch, Moralregeneration und er ist beliebt, Kommandoschwelle, das ist nicht so geil. Und der andere, wer ist das? Joachim Seiler. Er ist arrogant, plus Zermürbungsrisikomultiplikator, was ist das denn? Die Chance auf Verlust an Einheiten, die nicht an aktiven Schlachten beteiligt sind, das ist ja auch Käse. Und er ist ein Vermesser. Das ist halt geil, ne? 10% mehr Offensive und Defensive in der Heimat wäre halt wichtig, den könnten wir brauchen. Den Seiler nehmen wir mit. Den können wir brauchen, falls wir unser eigenes Land verteidigen müssen. An mehreren Fronten. Das wäre vielleicht ganz gut. Weil solange von Baden niemand was einnimmt, kann unser Kriegswille nicht unter Null sinken. Und das ist das, worauf es ankommt. Sofern wir hier nur ein Gebiet bekommen irgendwie, können wir das aussitzen, denke ich. So, wie sieht es jetzt hier aus? Oh ja. Hier läuft die Schlacht. Und zwar so richtig. Und da hinten ist der Österreicher zugange mit dem Norddeutschen Bund. Hier ist er am Kämpfen. Hier. Okay, okay. Der Österreicher ist beschäftigt. Und das ist jetzt die Zeit für uns, glaube ich. Wir werden Piemont angreifen. Bestätigen. So. Jetzt. Eins nach dem anderen. Wir mobilisieren jetzt erstmal unsere beiden Generäle und bringen sie an die gleiche Front. Mit voller Mannstärke und mobilisieren auch unsere Wehrpflichtigen. Die nehmen wir auch noch mit. So, dann haben wir alles. Dann haben wir so 60, 70 Truppen. Das müsste hier eigentlich reichen, um den Italiener abzuwehren, auch wenn er viel mehr hat, aber wir sind deutlich besser ausgerüstet. Das sollte hier reichen. So, und dann lassen wir das jetzt mal ein bisschen laufen, weil vorher können wir jetzt sowieso nichts tun. Genau. Wir gucken dann mal, wenn die Kraftwerke fertig sind, was wir bauen. Das wird auch wichtig. So. Wir gucken hier rein. Wir können zwei Länder beeinflussen. Wir können den Franzosen beeinflussen. Der steht sowieso schon auf unserer Seite. Und wir können sogar den Spanier beeinflussen. Das wäre gar nicht verkehrt. Und auf der rechten Seite haben wir aktuell Marokko, Algerien, Griechenland, Parma. Das ist lauter Kleinzeug. Der Russe ist das Problem. Und halt den Österreicher, der noch hier außerhalb steht und hoffentlich nicht beitritt. Algerien und Marokko, die haben wir hier unten. Da ist aber auch Frankreich direkt daneben. Ich glaube, die werden hier mit Frankreich in den Krieg verwickelt. Die kommen gar nicht hier hoch. Gucken wir mal. Wir warten jetzt auf jeden Fall mal, bis das Diplomatiespiel hier richtig startet. Oh, der Einsatz ist höher geworden. Wir müssen überhaupt keine Kriegsreparationen zahlen. Der Italiener möchte einen Regimewechsel in Baden. Er will unsere Regierung auswechseln und er will Gesetze bei uns ändern. Und er möchte uns demütigen. Okay, verringert unser Prestige. Aber wir müssen nichts bezahlen. Keine Kriegsreparation. Wir könnten jetzt auch noch Ziele hinzufügen. Zum Beispiel Parma oder so, weil die mit drin sind. Aber das wollen wir nicht. Wir werden nicht gierig. Wir werden nicht gierig. Wir bieten jetzt erstmal, würde ich sagen, dem Franzosen eine Verpflichtung an. Er ist nämlich der Wichtigste in dieser ganzen Sache.
Und dann können wir ja überlegen, ob wir den Spanier auch noch mit reinnehmen. Das hängt ein bisschen davon ab, was der Österreicher macht. Das ist jetzt ganz spannend. So, jetzt sind aber erstmal unsere Kraftwerke fertig. Da müssen wir jetzt auch gleich mal gucken. So, der Franzose ist drin. Wunderbar. Sehr schön. Unsere Kraftwerke sind fertig. Da haben wir gewonnen. Frankreich beginnt mit der Mobilisierung. Norddeutsche Bund erklärt Neutralität. Sehr gut. Jetzt sind einige Fronten aufgegangen. Seht ihr das? Wie erwartet. Ja, wie erwartet beschäftigt der Franzose den Algerier hier unten. Hier ist eine leere Front. Und sonst sind hier überall so Mini-Fronten. Und hier, wo es drauf ankommt, Piemont, da hat er seine Hauptarmee hin verfrachtet. Das ist gut. Der Italiener hat schon einige abgezogen. Seht ihr das? Das sind keine 120 mehr oder 130, sondern nur noch 39. Das ist eigentlich ganz gut. Das kommt mir sehr gelegen. Das hier interessiert mich gar nicht. Tatsächlich das hier auch nicht. Und hier unten hat der Franzose jetzt wieder Truppen weggezogen. Ja, ich weiß nicht, was er macht. Mal gucken. Er wird schon wissen, was er tut, hoffe ich. Hauptsache, wir bekommen hier ein, zwei Provinzen von Piemont, damit der Kriegswille der Italiener unter Null sinken kann und wir verlieren keine eigenen Provinzen. Dann müsste das eigentlich passen. Und wenn ich jetzt mal hier reingucke, nehmen wir den, was will denn der Spanier haben? Dem kann ich auch eine Verpflichtung anbieten. Wie steht denn der Spanier zu uns? Eine kooperative Haltung. Spanien betrachtet Baden als einen potenziellen Freund. Dann machen die mit einer Verpflichtung doch nichts Übles, oder? Wollen wir die Spanier noch mitnehmen? So sicher ist sicher. Es ist passiert, was ich befürchtet habe. Der Österreicher ist drin. Der Österreicher ist trotzdem rein. Nein! Okay, jetzt bieten wir den Spaniern auf jeden Fall noch eine an. Das ist jetzt aber überhaupt nicht gut. So, wir brauchen jetzt den guten Seiler. Wo ist er? Den guten Herrn Seiler. Den haben wir genau dafür. Okay, der muss hier drüben die Front verteidigen. Huch. Ja. Der muss hier rüber gegen den Österreicher die Front verteidigen. Wir müssen unsere Regionen halten. Zwingend notwendig. Oh shit, jetzt ist genau das passiert, was ich eigentlich verhindern wollte. Frankreich beginnt mit der Einberufung, okay. Gucken wir mal, was passiert. Der Spanier überlegt noch. Ich habe ihm eine angeboten, ne? Ja. Das wäre schon schön. Das wären 78 Truppen, die wir gebrauchen könnten. Vor allem, weil der Spanier auch in Reichweite liegt, ne? Der könnte sogar den Marokkaner hier beschäftigen, hier unten. Das wäre schon schön. Wir gucken mal. Oh, der Österreicher cut hier 91 Truppen ran. Oh je, meine Leute. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass das jetzt ganz schnell den Bach runtergeht. Das ist aber nicht gut. Und wo sind die ganzen französischen Truppen? Na, sie kommen. Sie kommen. Okay. Hier oben, der Italiener cut wieder 63 hin. Mann, ist das ein Hin- und Hergeschachere an Truppen. Da blickt ja keiner durch, ne? Naja. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ich bin gespannt. Spanien stellt sich auf die Seite Badens. Das heißt, die Spanier haben wir jetzt auch noch drin. Okay. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Boah, und jetzt stellen sich die Koreaner auf die Seite Italiens. Was wollen denn die Koreaner hier? Bitteschön. Haben die nichts anderes zu tun? So, wir müssen die Zeit jetzt aber ein bisschen nutzen und müssen noch was für unsere Wirtschaft tun. Das ist nämlich auch ein Problem. Das können wir natürlich nicht brach liegen lassen. Das bedeutet, wir bauen hier weiter an unserer Tuchfabrik. Und wir bauen auch hier weiter an unserem Kunststoffwerk. Das wäre mir wichtig, dass es da weitergeht. Ansonsten entsteht hier ja eine Eisenbahn. Das passt alles, dass der Bau genutzt ist. So, dann lasse ich mal ein bisschen... Ja, also hier drüben haben wir überhaupt keine Chance. Da kommen aber noch 58 spanische Truppen, die mir helfen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber auch hier sind wir in der Unterzahl. Wir sind eigentlich an allen Fronten in der Unterzahl. Was macht er denn? Was macht denn der Franzose hier mit 80 Mann gegen die vier aus Parma? Oh Gott, ich hatte gehofft, dass sich der Franzose intelligenter anstellt. Und hier auf dem Inselchen hat er auch 130 Mann. Ah, wir brauchen das hier, Leute. Oh je, meine.
Oh jemine. Oh jemine. Was gibt das denn? Das gibt aber eine absolute Katastrophe. Warum ist der Österreicher nicht mehr in Kämpfe verwickelt hier hinten? Doch. Er verliert jetzt hier gegen... Boah, er gewinnt auch hier, ne? Junge, der Österreicher, der gewinnt ja alles. Der kann problemlos zwei Kriege führen. Oh je. Oh je, ich sehe schwarz, Freunde. Ich sehe schwarz. Der Franzose kämpft an irgendwelchen Ecken, die voll uninteressant sind. Hier müssten wir ran. Oh oh. Oh oh. Ja, das kann ja lustig werden. Das... Was? Junge, Schweden ist jetzt auch noch beigetreten? Was wollen die denn alle hier? Oh! Das ist ja der Wahnsinn. Der Schwede ist jetzt auch noch beigetreten. Okay, ich glaube, jetzt geht es den Bach runter. Warum helfen die denn alle dem Italiener? Um Himmels Willen. Okay, wir kriegen richtig Probleme. Wir kriegen richtig Probleme. Okay, na gut, wir lassen es laufen. Ich kann es jetzt eh nicht ändern. Wir müssen hier jetzt irgendwie durch. Wir geben unser Bestes. Wir geben unser Bestes. Da werden lauter... Oh Gott, wir haben ganz Europa in Brand gesteckt damit. Lauter Rivalitäten. Russisch, Spanisch, Österreichisch, Französisch. Die Briten erklären Neutralität. Die haben keinen Bock. Okay, dann haben wir... Ist das der Stand? Das ist ja Wahnsinn, ne? Guck dir, Alter, wie die alle dem Italiener helfen. Als wäre... Ja. Das kann ganz hässlich enden. Wir haben an allen Fronten, wo es drauf ankommt, stehen wir ganz schlecht da. Und da, wo es um nichts geht, da stehen wir voll auf Sieg, ne? Das ist ein bisschen ungünstig. Guckt euch diese Front an, die braucht kein Mensch, ne? Oh, weia. Oh, weia. Naja. Jetzt geht's los, Freunde. Wir verteidigen hier nur, ne? Das ist wichtig. Also in der Defensive sehe ich keine Probleme. Ich glaube schon, dass wir hier halten gegen den Österreicher. Hier wird's schwer. Hier wollen wir eigentlich vorankommen, aber das wird nichts. So, zu den Waffen. Es geht los. Oh Gott. Okay, es geht überall los. An allen Ecken und Enden. So, hier greifen wir zuerst an. Hier greift wahrscheinlich der Italiener zuerst an. Okay, hier ist entbrennt der erste Kampf. Baden in der Defensive. Wir haben 92 Defensive und mehr Bataillone. Das müssen wir eigentlich gewinnen. Ja, hier gewinnen wir. Hier können wir die Defensive halten. So, hier gegen den Österreicher sind wir in der Offensive. Das verlieren wir, aber das ist nicht so wichtig. Offensive ist nicht ganz so schlimm. Huch, was ist das denn? Krankheiten unter den Verwundeten. Es hat doch noch nicht mal angefangen. Oh Gott. Da kommt ja alles zusammen. Jemine, diese Vertonung. Je, oh je. Die Zahl der Todesfälle unter den verwundeten Soldaten durch Krankheiten ist in die Höhe geschnellt. Das ist besorgniserregend. Minus 20% Genesungsrate. Ein Teil der Last soll der medizinische Zivilsektor übernehmen. Ja, das ist besser. Das ist besser. Wir brauchen die Genesungsrate. Dann gibt es halt ein paar mehr Tote, aber damit müssen wir leben. Okay, wir gucken weiter. Also hier gewinnen wir auf jeden Fall die Defensive. Hier wären wir, da ist der Russe schon mit drin. Oh Gott, der Russe ist auch schon da. Okay, hier wehren wir den Russen ab. Hier verlieren wir die Offensive. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Jetzt haben wir den Feminismus. Jetzt kommt aber alles zusammen. Was ist denn hier hinten los? Oh Gott, hier wird der Franzose vermöbelt vom Italiener. Weil da, wo es drauf ankommt, hat er keine Truppen. Und hier unten... Hier unten ist der Koreaner mit dabei. Das ist unfassbar, ne? Wenigstens Parma besiegt er. Oh Gott, das wird ganz übel. Wir brauchen erstmal eine neue Forschung jetzt, meine Freunde. Oh Gott. Pferdekopfpumpen ist uninteressant. Wir könnten natürlich auch beim Militär. Gibt es hier noch irgendwas? Feste, es geht alles ziemlich lang. Das Repetiergewehr wäre noch interessant, ne? Für die Waffenfabrik. Oder gibt es bei der Gesellschaft noch irgendwas Schönes? Anarchismus wird hier rein... Oh, der Investitionsfonds, natürlich. Der wäre wichtig.
den nehmen wir als nächstes. So, und mit Feminismus können wir doch mitten im Krieg die Frauenwahlrechte beschließen, oder? Mitten im Krieg machen wir das nebenher. So, wir gucken. Also hier haben wir verloren, relativ deutlich. Hier gewinnen wir relativ deutlich. So, hier greift der Italiener jetzt... Au, das ist gut, das ist gut. Hier kriegen wir jetzt einen Kampflosen. Ah, der Italiener verlegt schon Truppen her. Hier gewinnt der Franzose gegen den Koreaner, das ist gut. Hier oben kriegt er ins Gesicht. Oh, ist das alles übel. So, hier haben wir verloren. Das ist aber nicht so schlimm, weil das war nur Offensive. Jetzt greift der Österreicher an, das ist gefährlicher. So, wo ist denn der Kampf aufgepoppt? Ah, da hinten dran. Oh, das müssen wir aber halten können, oder? Ah, kann ich nicht anklicken? Hilfe! Marinebasis, uninteressant. Das will ich anklicken hier. Nein, das dahinter. Das da. Ja, okay, die Defensive gewinnen wir deutlich. Das ist gut. Wir dürfen sie nur nicht reinlassen. Solange die nichts von Baden einnehmen, kann unser Kriegswille nicht unter Null sinken. Deswegen versuche ich, die Fronten alle zu halten. Hier halten wir auch. Hier dürfen wir jetzt angreifen. Den Kampf haben wir gewonnen. Jetzt greift Baden an. So, hier unten. Oh, nur mit 9 Mann. Das ist natürlich nix, ne? Ja, das wird nix. Das wird nix. Schade. So, den Österreicher wehren wir ab. So, der Franzose hat jetzt endlich mal Leute rüber verlagert. Das ist gut. Und wir haben jetzt Teile von Piemont eingenommen. Das ist auch gut. Also wenn man jetzt schon mal guckt, der Kriegswille des Italieners kann jetzt schon unter Null fallen, unserer nicht. Das heißt, jetzt haben wir schon einen Punkt erreicht, wo wir es vielleicht aussitzen können. Allerdings hat der Franzose jetzt wieder alle Truppen abgezogen. Und der Italiener erobert jetzt mit einem Bataillon das einfach zurück. Das ist natürlich geil, ne? Also ganz verstehe ich ihn nicht, den Franzosen, was er da treibt, aber gut. So, jetzt wird hier vorne eine Front aufgebaut. Eine neue. Die war doch gerade. Ah ja, wir haben... Das passt aber. Das sind die Truppen unterwegs. Aus Frankreich und aus Spanien. Und wo sind meine badischen Truppen? Oh, die sind jetzt alle hier drüben. Das habe ich aber nicht angeordnet, oder? Ja, das sind jetzt meine badischen Truppen. Jetzt kriegen wir ins Gesicht hier, ne? Nee. Boah, wir haben 90 Defensive. Wir kämpfen mit 26 gegen 44 und wehren ihn trotzdem ab. Das ist geil. Also wenn wir... Deswegen habe ich den Seiler mir... Oh, das ist aber jetzt der Hummel, der hier kämpft. Aber der Seiler ist auch da, ne? Ja. Mit nochmal 10% Defensive im eigenen Land. Es ist nur wichtig, dass ich den Österreicher hier beschäftige und abwehre. Das reicht mir völlig. Ich habe echt immer Mühe, dieses Ding da hinten anzuklicken, ne? Hier jetzt. Also hier wehren wir ab. Definitiv, ja. Das ist gut. So, und was passiert hier? Hier gehen wir jetzt in die Offensive. Der Italiener hat sich sein Ding hier unten zurückgeholt. Oh je, das ist aber ein harter Kampf, ne? Das ist aber ein harter Kampf. Hier unten ist gar nichts mehr. Warum hat denn der Franzose 250 Truppen auf diesem Inselchen hier? Was ist das denn? Und hier eine tobende Schlacht zwischen Spanien, eine Meerschlacht, eine Seeschlacht. Was ist da los? Ah, der Spanier versucht, den Versorgungsknotenpunkt kaputt zu machen. Damit der Russe keine Versorgung mehr hat und der Koreaner. Ne? Das könnt ihr euch merken, das funktioniert nämlich. Die müssen... Oh, die SDP hat sich gegründet. Wenn ihr eine Seeschlacht macht, beziehungsweise mit einer Marineinvasion irgendwo hingeht, dann muss das Versorgungsnetzwerk stehen und ihr könnt dieses Versorgungsnetzwerk mit eurer eigenen Marine angreifen und dann gehen nämlich die Truppen zugrunde, weil sie nicht mehr versorgt werden. Das ist ziemlich cool. Und das passiert, das versucht der Spanier da offensichtlich gerade. Und was passiert hier? Grenzübergreifende Investitionen. Ah, nee, die sollen im Inland investieren, bitte. Das wäre wichtig. So, jetzt gucken wir weiter. Da ist ja überall was los. Also hier hinten haben wir den Österreicher zurückgeschlagen. Wie sieht's hier aus? Hier verlieren wir... Oh, ja, wir gewinnen die Defensive. Das ist gut. Die Defensive zu gewinnen ist immer gut. So, auch hier gewinnen wir klar.
Das haben wir jetzt schon geschafft. Und dann gehen wir in die Offensive. Das wäre auch wichtig. So, oh, aber nicht nur mit 6 Mann. Das ist natürlich schlecht. Da brauchst du doch gar nicht erst anfangen. Wie wird das ausgewürfelt? Ich verstehe das nicht. Wir haben hier 111 Leute und da kämpfen 5 Bataillone. Was ist das denn? Und der Rest macht Pause oder wie? Oh, nicht gut. Das war ja ein kurzer Angriffsversuch. Katastrophe. Katastrophe. Also das wird nix hier. Hier ist der Franzose am Gewinnen gegen Parma. Das ist gut. Das ist gut. Hier gewinnt der Franzose auch gegen den Russen. So, und wir verlieren hier gegen den Österreicher, allerdings in der Offensive. Hier ist auch so ein Ding. Der Franzose kämpft, hier hat hier auch 153 Bataillone und kämpft mit 5. Das ist auch wild. Die Seeschlacht ist offensichtlich vorbei. Was macht denn der Spanier eigentlich? Wo ist der denn so unterwegs? Hier. Der Spanier hat seine Leute hier oben. Okay. Alter, ist das wild, ey. So, das hier haben wir verloren. Das hier gewinnen wir. Das hier gewinnen wir auch. Das ist gut. So, genau. Wer greift hier als nächstes an? Oh, hier ist der nächste Angriff. 21 gegen 1. Okay, also hier haben wir sie, glaube ich, zerlegt. Okay, das heißt, wir haben jetzt wieder Teile von Piemont eingenommen. Das ist gut. Oh, das ist eine Riesenschlacht hier. Wer gewinnt das? Der Italiener. Ja, die Defensive gewinnt meistens, ne? Was ist das wieder für eine Minischlacht hier? Da sind wir wieder in der Offensive mit 4 gegen 5. Was ist das? Was ist das? Oh wei, oh wei, oh wei, da ist aber was, da ist immer irgendwas geboten. Ja, der Offensive, wir haben mehr Offensive als er Defensive, wir gewinnen das Ding aber trotzdem nicht. Ja, wir haben natürlich den Super Boni erwischt, ne, minus 25%. Sonst hätten wir das wahrscheinlich gewonnen. Während er, den guten Boni hat. Das ist natürlich wieder Pech gewesen, aber wir sind in dieser Front jetzt sogar 14% im Vorteil. Hier, oh, das dreht sich. Der Italiener gewinnt die Offensive. Der Franzose. Oh, das ist gut. Das ist gut. Was ist eigentlich mit dem Österreicher? Der kämpft an 2 Fronten mittlerweile, ne? Ja. Er gewinnt aber auch gegen den Norddeutschen Bund. Aber wir, bei uns sieht es aktuell ganz gut aus, was den Kriegswille angeht. No, 89 zu 64. Also aktuell stehen wir ganz gut da. Das hätte ich nicht erwartet. Das hätte ich nicht erwartet. Oh, unsere Fabriken sind fertig. Ich muss nochmal langsam machen. Wir müssen ein bisschen was für unsere Wirtschaft tun. Ich guck mal kurz auf den Markt. Färbemittel wird wieder sündhaft teuer. Das bedeutet, wir bauen weiter an der Kunststofffabrik. Und werden jetzt auch in Baden noch eine weitere bauen. Hilft ja nichts. So, dann ist nämlich wieder ein bisschen was los. Und wie teuer ist Blei? Aktuell, hier, plus 6,3, da setze ich, ah, wohl, warte mal, wie teuer ist Eisen, plus 1,4 und wie teuer ist Kohle, plus 11, dann setzen wir lieber auf die Kohlemine noch was drauf, also die Wirtschaft muss weiter gebaut werden, das auch im Krieg, hilft nichts. So, leisten können wir uns das ja üppig, so, hier verlieren wir leider, aber es ist nur die Offensive, das ist nicht so schlimm. Hauptsache, wir gewinnen die Defensive. So, oh, es gewinnt doch nicht der Italiener. Es geht immer hin und her, aber es gewinnt doch nicht der Franzose. So rum, ich komme schon ganz durcheinander. Und wer gewinnt hier? Hier schlägt der Franzose in der Offensive den Koreaner. Okay. Das heißt, er erobert Teile seines eigenen Landes zurück. Das ist schon mal gut. Ja, hier verlieren wir. Hier oben verlieren wir auch. Oh je. Jetzt verlieren wir an vielen Stellen. Hier unten gewinnen wir. Nur bringt uns das überhaupt nichts, ne? So, ja, das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Der Italiener hat versucht jetzt ein weiteres Mal nach Piemont. Der Italiener, wieso werfe ich es immer durcheinander? Der Franzose versucht jetzt ein weiteres Mal nach Piemont reinzukommen. Oh, Moment mal. Okay, langsam. Jetzt passiert wieder einiges. Der Franzose hat mehr Bataillone, 10 zu 6.
Aber trotzdem ist der Kampf verloren. Das ist wild. Und hier greift jetzt der Österreicher an. Das dürfte aber nicht schaffen. Nein, die Defensive steht, Leute. Die badische Defensive steht, ja. Keiner kommt an den badischen Soldaten vorbei. Guck mal, wie wir den Österreicher zerlegen. So schnell kann der Balken gar nicht laufen. Okay, hier wird nicht invasiert. Und hier, das sieht wild aus, ne? Der hat die Kriegsmüdigkeit ist ganz unten. Gewinnt er das noch? Das kann sein, dass der Franzose das noch gewinnt. Ist das wild? Der gewinnt das noch. Oh, jetzt hat sich der Balken einfach mal schnell um die Hälfte gefüllt. Na klar. Buh, Schummelei. Also manchmal fehlt mir noch der Überblick. Okay, der Vormarsch wird nichts. Da wird wieder mit 21, das ist unfassbar. Er hat doppelt so viele Bataillone an der Front, kämpft aber nur mit der Hälfte als der andere. Ich verstehe das nicht. Weiß irgendwie, und er gewinnt aber trotzdem. Das ist so wild, ne? 119 Offensive. Was ist denn mit dem Franzosen? Na gut. So. Und er hat hier tatsächlich doch gewonnen. Unglaublich. Unglaublich. Wir haben den Österreicher besiegt. Das ist schön. Wir halten einfach nur die Front und hoffen, dass der Österreicher den Rest für uns macht. Der Österreicher, der Franzose. Also, nach der Folge bin ich durch mit den Ländern, sage ich euch. So, jetzt greifen wahrscheinlich wir an. Ja. 24 gegen 23. Das könnte... Oh, wir gewinnen. Wir schlagen den Österreicher in der Offensive. Das ist überragend. Das ist überragend. Das ist überragend. Die badischen Truppen zerlegen den Österreicher. Perfekt. So, was passiert hier? Hier gewinnt der Spanier gegen den Italiener. Perfekt. Das läuft alles zu unseren Gunsten jetzt. Hier hinten holt sich der Franzose den Rest seines eigenen Landes zurück. Hier unten tobt auch noch der Kampf. Hier unten ist wieder eine Schlacht im westlichen Mittelmeer zwischen Frankreich und Italien. Das gewinnt aber auch der Franzose. Oh ja. Oh ja, wir sind überall auf dem Vormarsch, Leute. Wir werden das doch nicht gewinnen. Wir werden das doch nicht gewinnen. Ich fasse es nicht. So, wir müssen mal kurz den Fixpunkt fürs Gesetz abpassen am 1. Mai. Sieht aber ganz gut aus. Über 90% Chance. So, Moment. Muss ich wieder langsam machen. Der Badener, die Badener haben hier den Österreicher geschlagen. Alter, das sieht ja überhaupt niemand mehr. Irgendetwas, ne? Habe ich keinen Überblick mehr. Aber es sieht gut aus. Wir halten sie weg vom badischen Staatsgebiet. Unser Kriegswille kann nicht unter Null fallen. Nee. Sehr schön. Der andere schon, der italienische schon. So, jetzt sind wir hier wahrscheinlich wieder in der Defensive. Ja, die gewinnen wir aber locker flockig. Der Österreicher hat keine Schnitte gegen uns. Hier zerlegt der Spanier in der Defensive den Italiener. Sehr schön. Hier hat sich eine neue Front gebildet, wo jetzt Truppen hin verlegt werden. Aus Baden? Moment. Was? Naja. Irgendwas wird schon passen, denke ich. So, jetzt greift... Oh ja, der Österreicher. Moment. Was ist hier jetzt passiert? Ach, das war der spanische Kampf gegen den Italiener. Okay, das passt. Wir gewinnen hier die Defensive. Hier wird angegriffen, hier greift Baden an. Der Koreaner... Nee, Parma ist das. Parma verlegt gerade Truppen her. Die versuchen, die Front zu halten. Der Franzose verlegt derweil Truppen hierher. Das kann Parma nicht alleine halten. Hier ist ein spannender Kampf. Gleich groß, aber trotzdem plus 50% Vorteil, weil die Franzosen halt die ultrastarke Ausrüstung haben. Und hier verlieren sie, aber die Insel interessiert mich eigentlich auch nicht so. Die Schlacht im Mittelmeer haben wir gewonnen. Ich glaube, deswegen ist auch der Russe nicht so stark, weil er halt, wie gesagt, übers Meer kommen muss. Und der Österreicher kriegt halt echt Probleme mit seinem Zwei-Fronten-Krieg. Der Norddeutsche Bund hat sich hier schon richtig reingefressen. Ja, auch da sinkt es ordentlich. Die norddeutsche Seite kann nicht unter Null reduziert werden. Die österreichische mittlerweile schon. Der Österreicher hat richtig Probleme. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn er sich hier mal zurückziehen würde. Er macht ja eh keine Schnitte gegen die Badener. Ja. Oh, was ist bei den Frauenrechten passiert? Moment. Suffragettenkundgebung. Kundgebungen, die ein bestimmtes Gesetz unterstützen, finden im ganzen Land statt. Doch bei einigen kommt es zu Gewalt. Fahrt die Kundgebungen zurück. Plus 10% Erfolgschance. Wir werden es auf Gewalt ankommen lassen.
Oh nee, wir nehmen einfach 10% mit. Wir können jetzt nicht noch Stress innerlandes gebrauchen, das wäre ungünstig. So, wir greifen hier jetzt an. 4 gegen 4. Das gewinnen wir. Wir gewinnen die nächste Offensive gegen den Österreicher. Weil wir die deutlich besseren Offensivwerte haben. Der gute General Joachim Hummel, der macht das für uns. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum. So, hier unten gewinnt der Franzose gegen Parma, wie es aussieht. Sehr schön. Und hier oben, da stehen wir eigentlich auch ganz gut da. Während wir hier in der Offensive auch gewinnen. Sehr gut. Okay, wir gewinnen jetzt an allen Fronten. Wir gewinnen jetzt an allen Fronten. Das müsste doch, also da kann doch jetzt nicht mehr viel passieren, oder? Kriegen wir unseren Hafen, Leute? Kriegen wir unseren Hafen? Ich hätte Bock. Die badische Großmacht hat ganz Europa angezündet, aber es läuft, ne? Und es kommt uns wirklich zugute, dass der Österreicher so gebunden ist. Er ist nur mit 164 Bataillonen hier und die reichen halt nicht, ne? Wir haben trotz Unterzahlen 13%igen Vorteil, weil wir halt die viel bessere Ausrüstung haben. So, und jetzt müssen wir mal Pause machen. Weil. Oh Gott, was ist denn hier noch? Da erklären wir bitte auch Neutralität. Da ist irgendein Aufstand in den Niederlanden. Das geht uns nichts an. Da sind wir raus. Jetzt müssen wir uns erstmal kurz die Wahlergebnisse angucken. Gesetze, 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 Regierung. Die SPD, da sind die Gewerkschafter drin. Okay, dann haben wir noch die Freisinnige. Das sind die Streitkräfte in der Freisinnigen Volkspartei. Okay, Legitimität 87%. Ich würde jetzt gerne die Gewerkschafter rausschmeißen. Allerdings, Pferdekopfpumpen bekommen. Damit können wir leider nichts anfangen. Aber ich möchte halt, dann haben wir Probleme mit dem Wahlrecht hier. In 169 Tagen ist der nächste Fixpunkt. Wir können 176 Tage Regierung umbilden. Das müssten wir genau abpassen. Wir müssen das jetzt beschließen. Wir müssen die 50% treffen und dann ganz schnell innerhalb von ein paar Tagen die Gewerkschafter aus der Regierung werfen, damit wir den Freihandel beschließen können. So das Ziel. So, was passiert denn hier hinten? Hier ist Baden jetzt in der Defensive, nachdem wir hier die Offensive gewonnen haben. Und auch hier schlagen wir den Österreicher. Der sieht überhaupt kein Land mehr. Hier hinten. Oh, der Franzose hat nur noch ein Bataillon. Der Italiener hat noch fünf, aber irgendwie. Oh, jetzt geht's in die andere Richtung. Nein. Komm schon. Mist, Niederlage. Verflixt. Der Italiener erobert hier Sachen zurück. Das finde ich nicht gut. Wir gewinnen hier. Nehmt euch ein Beispiel an den Badenern. Wir marschieren hier durch. Ich würde. Moment mal. Moment mal. Ich pausiere mal kurz. Nee, klar, das ist eine gute Front hier. Die interessiert uns nicht mehr. Die Front hier ist wichtig. Ja, die ist gut. Da können wir kampflos Gebiete einnehmen. So, hier haben wir verteidigt. Gegen den Österreicher. Jetzt gehen wir wieder in die Offensive. Bitte gut aus. 44 gegen 61. Jetzt wird es aber wild, ne? Okay, das verlieren wir. Das sind wir deutlich unterlegen. Obwohl wir mehr Offensive haben, aber bei 50% mehr Bataillonen, das wird nichts. Oh, Kapitulation! Die Österreicher ziehen sich zurück. Die Österreicher ziehen sich zurück. Jetzt wird's spannend. Das heißt, die Front ist weg. Okay. Das heißt, wir werden jetzt hier hinten dem Franzosen helfen. Der verliert hier nämlich. Das ist nicht gut. Ich will nicht hier, nein, ich will nicht hier mehr von Italien einnehmen. Das interessiert mich nicht hier unten. Ich transportiere meine Truppen alle hier rüber, bitte. Das heißt, der Joachim Hummel wird auch hier eine Front voranbringen. Genauso wie der andere auch. Ihr kommt alle hier rüber nach Piemont. Das wollen wir einnehmen. Das wäre wichtig. Ja, das nehmen wir einfach kampflos ein. Alle Regionen. Ja, der Italiener ist schon bei minus 26%. Die haben wir im Sack. Die haben wir im Sack. Wir haben alles eingenommen hier. Ja, uns gehört komplett Piemont. Das ist perfekt. Jetzt können wir hier vorne. Eigentlich ist das unnötig, ne? Eigentlich ist das unnötig.
Wir könnten uns Tote sparen, wenn wir die Leute einfach zurückziehen und verteidigen lassen, oder? Wir brauchen doch eigentlich nicht auch noch angreifen. Das würde uns viele Tote ersparen, vielleicht. Wer ist denn noch drin im Krieg? Die Russen sind noch drin. Die Griechen, Algerier, Marokko, Korea. Wo sind eigentlich die Schweden? Die waren nie hier, oder? Die Schweden habe ich nie irgendwo gesehen. Naja. Nee, wir nehmen hier kampflos alles ein jetzt in Italien. Da passiert überhaupt nichts mehr. Der Italiener ist raus, ne? Der ist komplett hier auf diesem Inselchen gebunden. Da gewinnt er gegen den Franzosen auf diesem Inselchen. Und ich nehme ganz Italien ein hier kampflos. Ja, hier verlieren wir. Hier gewinnen wir aber. Die haben nicht mal einen General. Ja, das ist gelaufen, oder? Das ist komplett gelaufen. Ich denke, nach diesen Schlachten hole ich meine Leute zurück. Dann sparen wir uns Tote. Denke, das ist ganz gut. Denke, das ist ganz gut. Da dürfte nicht mehr so viel anbrennen. Er kriegt Piemont nicht zurückerobert. Keine Chance. Das heißt, wenn die beiden Schlachten vorbei sind, dann hole ich meine Leute zurück. Dann sparen wir uns noch mehr Tote und Verletzte. Das wäre ganz gut, glaube ich. Oh, derzeit befindet sich nichts im Bau. Wir müssen mal noch kurz in unserem Land vorbeigucken. Ja, es geht alles ein bisschen runter. Das ist aber auch klar, weil die Leute sind im Krieg, ne? Da läuft die Wirtschaft nicht so. Wir haben Kunststoffwerke gebaut. Ich werde die gleich einmal ausbauen. Und auch hier. Kunststoff ist immer noch bei plus 33. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich baue das weiter aus. Und hier baue ich noch die Bleimine aus. Das wäre wichtig. Bitte weiterbauen. Was sagt der Investitionsfonds? Der ist fast leer. Okay. Jetzt haben wir die halbe Million mal verbraucht. Das ist gut. Das ist gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Lustigerweise ist das BIP während des Krieges nochmal um 1 Million gestiegen. Also unsere Wirtschaft lässt sich davon nicht beeinflussen. So, hier verlieren wir leider. Schade, schade, aber hier gewinnen wir und danach ziehe ich meine Truppen ab. Denke ich. Obwohl, verlieren wir hier wirklich? Seine Moral ist nämlich auch ziemlich im Keller. So, jetzt Moment, langsam. Hier haben wir jetzt gewonnen. Du bist jetzt uninteressant. Oh, Kapitulation! Kapitulation! Wir haben es geschafft! Wir haben Piemont erobert, meine Freunde. Wir haben unseren Hafen. Ich hätte in 100 Jahren, also in dem Moment, als Österreich beigetreten ist, hätte ich in 100 Jahren nicht gedacht, dass wir das gewinnen. Ich habe mich schon darauf eingestellt, meine ganze Regierung versaut zu haben und gedemütigt zu werden. Aber wir haben das echt gewonnen. Wir sind aber jetzt immer noch im Krieg und zwar mit Südkorea, beziehungsweise mit Korea an sich. Die wollen. Ja, aber warum? Das macht ja keinen Sinn, ne? Das wird ja auch einfach runterlaufen. Gibt es da noch irgendeine sinnvolle Front mit den Koreanern? Hier drüben ist noch eine mit Marokko und Gedöns. Ich habe jetzt eine Marinebasis. Ich könnte da hinschippern. Die Frage ist, macht das Sinn, da drüben jetzt zu helfen? Schicken wir die Truppen mal hier rüber. Also die Italiener sind ja raus. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir. Oh Gott, jetzt müssen wir einiges machen. Der Wohlstand ist komplett eingebrochen um 3 Punkte, das ist klar. Wir müssen jetzt gucken. Wir haben auch ein Autoritätsproblem tatsächlich. Wir müssen mal die Verbrauchssteuer auf die Luxusmöbel mal entfernen. Minus 32.000. Man merkt, dass der Investitionsfonds leer ist. Okay, dann machen wir das erstmal doch nicht. Da ist noch eine Front irgendwo gegen Marokko. Ja, okay, aber da ist doch der Spanier zugange. Müssen wir jetzt wirklich diese Kämpfe hier noch ausfechten gegen Algerien und Marokko? Ne, die sind immer noch. Der Italiener ist raus, das Ding ist durch. Aber die machen weiter, die Säcke. Das ist ja wild. So, Schweden ist auch raus.
Schweden kapituliert? Okay. Eieiei. Wieso wollen die denn jetzt weitermachen? Russland beginnt seine Einberufungszentren zu aktivieren. Was will der denn jetzt noch? Leute, es ist vorbei. Geht weg. Oh. Das ist ja wild. Okay, wir gucken jetzt uns jetzt erstmal Piemont an in Ruhe, während meine Leute darüber schippern. Das ist ein ziemlich cooles Land. Dreimal Papierfabrik, dreimal Werkzeugfabrik, zweimal Tuch, zweimal Waffen, zweimal Stahlwerk, Lebensmöbel, Schiffswerft, Kunsthochschule. Eisenmine, Bleimine, Kohlemine, oh, ein Holzfällerlager. Und Fischerei, Viehhöfe, Weizenfelder, Einberufungszentrum, Kasernen, Bausektor, Marinebasis, Hafen und Eisenbahn. Die haben ja alles. Junge, Junge. Okay, die Gebäude müssen wir alle mal einstellen. Da fangen wir mal beim Stadtzentrum an. Ja, das lassen wir erstmal, weil Dienstleistungen sind nichts wert. Ah, wir müssen erstmal ihn kooperieren. 290 Bürokratie kostet uns das. Na gut, wir haben über 300. Nehmen wir mit. Wir inkooperieren das. Dann passt auch die Infrastruktur wahrscheinlich. Der Aufruhr ist nur in Anführungszeichen bei 49%. Das geht. Die Verwüstung verschwindet auch mit der Zeit. Das passt. Da mache ich mir jetzt wenig Gedanken. So, unsere Truppen sind hier noch unterwegs. Dann gehen wir mal schnell durch die Gebäude, würde ich sagen. Die Regierungsverwaltung können wir auf standardisiert arbeiten lassen. Das gibt nochmal mehr Bürokratie. Papier ist nämlich günstig. Die Papierfabrik, die arbeitet schon mit der Papierbleiche. Das ist okay. Warenzufuhrknappheit? Nee, nee. Ja, die haben halt wenig Marktzugriff, aber das wird besser. So, die Werkzeugfabrik arbeitet mit Stahl. Das ist auch gut. Bei der Tuchfabrik... Ja, die elektrischen Nähmaschinen wollen wir noch nicht, aber die normalen Webmaschinen stellen wir ein. Oh Gott, was ist jetzt? Oh nein, ist unser Versorgungsnetzwerk ist nur bei 24%. Seht ihr, das ist genau das, was ich gemeint habe. Das ist aber nicht gut. Na gut, wir gewinnen jetzt hier schnell und dann hauen wir wieder ab, würde ich sagen. Das ist ja jetzt wieder dämlich gelaufen. Ich sollte das andere machen lassen, die schon mehr Marine haben und so ein Zeug. Wir gewinnen das mal kurz. So, Pause. Und ich würde jetzt gerne meine Truppen, die haben Zermürbung, kann ich die wieder nach Hause holen? Bereitschaft bitte. In Baden. Und der Herr Seiler auch. Kommt zurück. Kommt zurück. Lassen wir das die anderen machen. Der Spanier hat hier einen viel besseren Zugang. Der ist ja auch schon zugange hier. Und gewinnt auch, so wie es aussieht. Ja. Lassen wir das den Spanier voll machen. Ich verteidige jetzt nur noch mein... Ich hab doch, was ich will. Macht ihr, was ihr wollt. Ich bin der richtige Verbündete. Ich hab, was ich wollte. Macht ihr euer Zeug jetzt alleine fertig, ja? Oh, wenn du so Freunde hast, ja... Dann brauchst du keine Feinde mehr. So, die Waffenfabrik stelle ich auf Gewehre. Handfeuerwaffen sind erstaunlicherweise gar nicht so viel wert. Artillerie auch nicht. Von daher ist das auch okay. Das Stahlwerk, das stellen wir natürlich auf das Siemens-Martin-Verfahren. Habe ich das bei meinem eigenen eigentlich auch gemacht? So, Marokko ist auch raus. Wunderbar. Ja, da habe ich schon das Siemens-Martin-Verfahren. Marokko ist auch raus. So, dann gucken wir in die Lebensmittelfabrik. Backpulver ist gut. Vakuumierung geht nicht, weil kein Öl. Aber Patentbrennverfahren bitte. So. Möbelfabrik. Ja, das sieht gut aus. Schiffswerft weiß ich jetzt gar nicht. Oh Gott, da brauchen wir... Ei, da kann man Dampfer herstellen, die nichts wert sind. Hier kann man Glipper herstellen, die nichts wert sind. Okay, Schiff ist natürlich eine Katastrophe. Marinebau ist gut. Aber da gibt es nichts, was Marinekriegsschiffe vergrößert. Deswegen ist hier nicht viel zu holen. Eine Kunsthochschule. Braucht mehr Papier und Werkzeuge und macht dann Dienstleistungen und Kunstwerke. Von mir aus.
Traditionelles Patronat. Okay, da kann man bestimmte Leute anstellen. Das müssen wir uns dann mal in Ruhe angucken. So, dann haben wir eine Eisenmine. Kondensationspumpe, Dynamit. Dampfhilfsaggregat, weiß ich nicht, ob wir es zwingend brauchen, aber Eisenbahn ist gut. Bleimine sieht wahrscheinlich ähnlich aus. Da gehen wir auch ins Dynamit, Kondensationspumpe und in die Eisenbahn, bitte. Und bei der Kohlemine unbedingt sowieso Dynamit, Eisenbahn. Los geht's. So, dann gucken wir in den Viehhof. Intensive Weidewirtschaft ist gut, das passt alles soweit, ja. Beim Weizenfeld wollten wir auf die Weinberge gehen. Das bringt uns einen Haufen Geld. Das brauchen wir erstmal noch nicht, genau. So, dann gucken wir ins Einberufungszentrum. Das hat Probleme mit Opium. Da stellen wir erstmal die Wundversorgung ab. Dann haben wir die Probleme nämlich behoben. Das gleiche gilt wahrscheinlich für die Kaserne. Können aber auf die Blänkler-Infanterie stellen und auf die Fahrradkuriere. Das sollten wir vielleicht im Einberufungszentrum auch machen. Das können wir uns, glaube ich, ja, Gummi ist schweineteuer, da müssen wir mal gucken, ob wir dann nicht Probleme kriegen, sonst müssen wir das wieder zurückstellen. Bausektor geht selbstverständlich in den Stahlbau. So, Marinebasis sagt mir jetzt gar nichts. Turmschiffe, Panzerschiffe, das brauchen wir, glaube ich, alles noch nicht. Okay, interessant. Dann haben wir einen Hafen. Den stellen wir vielleicht gleich auf den Industriehafen. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Und wir haben die Eisenbahn. Da wollen wir natürlich... Ja, Bussen bringen wir, mehr Transport brauchen wir nicht. Okay. So, das passt jetzt erstmal. Hier bin ich zufrieden. So. Wie sieht es im Krieg aus? Wer ist denn jetzt noch drin? Die Russen sind noch drin. Die Griechen sind noch drin. Und die Algerier sind noch drin. Was wollen die denn von uns noch? Wie sieht es denn aus hier hinten? Oh Gott, die Folge ist zu lang. Hier ist was passiert. Vorgefertigte Krankenhäuser. Man hat vorgeschlagen, dass man ein vorgefertigtes Krankenhaus bauen könnte, das dann direkt an die Front des derzeitigen Krieges geschafft werden kann, um die Verwundeten zu versorgen. Gute Idee. 10% Genesungsrate. Die Ressourcen sollten lieber in die Forschung gesteckt werden. Oh, das ist gemein. Nein, wir nehmen die Genesungsrate. Ich führe zwar keinen Krieg mehr, das machen jetzt die anderen für mich, aber so wie es aussieht... Muss ich jetzt wirklich hier rüber und denen helfen? Naja, mal gucken. Mal gucken. Für die Folge sind wir erstmal am Ende. Wir sind nämlich schon ziemlich weit. Oh nein, das Frauenwahlrecht ging nicht durch. Nein. Oh, die Gewerkschafter sind unzufrieden, dass die Streitkräfte in der Regierung sind. Die Armee wahrt den Frieden. Der Kampf im Inneren ist wichtiger. Oder minus 25% Autorität. Das wollen wir ja auf gar keinen Fall. Die Gewerkschafter wollen wir ja eigentlich eh loswerden. Machen wir das mal so. So, beim Frauenwahlrecht hatten wir Pech, ne? Gesetzesfortschritt, hier ist er. Haben plus 15% dazu bekommen. Schade. Haben wir die falschen 50% getroffen? Naja, dann muss der Freihandel noch ein bisschen warten. So. Ich hoffe, das fängt sich alles. Und ich hoffe, die hier hinten kriegen das irgendwie noch hin. Das wäre schon schön. Der Spanier ist nach wie vor im Krieg hier für mich. Ich fühle mich schon ein bisschen schlecht, dass ich hier jetzt nicht helfe. Aber was willst du machen, ne? Hat der Österreicher mittlerweile beide Kriege verloren? Jupp. Böhmen ist weg. Mähren, Schlesien, Böhmen gehört jetzt ins Norddeutsche Reich. Der Österreicher, siehst du, das hast du jetzt davon, Sisi. Ja, hättest du mich mal in Ruhe gelassen und hättest dich auf den Norddeutschen Bund konzentriert, wäre dir das nicht passiert. Jetzt hast du an beiden Fronten verloren. Ungünstig. Gut, aber dann ist die Folge an der Stelle mal zu Ende. War eine ereignisreiche Folge. Wir haben unseren Hafen, Gott sei Dank, endlich. Jetzt wird's spannend. Jetzt brauchen wir den Freihandel und dann verlassen wir die Zollunion. Und werden eigenständig. Und wir müssen in der nächsten Folge mal gucken, ob wir hier unten nicht doch noch irgendwie helfen. Irgendwie hat der Franzose ein bisschen Probleme. Das ist nicht so gut.
Uns betrifft das zwar jetzt indirekt direkt nicht mehr, aber wir sollten da schon helfen, glaube ich. Aber das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Dann zieht sich der Krieg noch in die nächste Folge. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sind... Oh, Algerien kapituliert. Dann ist jetzt nur noch der Russe und der Grieche übrig. Na, die kriegen wir auch noch hin. Nächste Folge. Und bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.